Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe für euch was vorbereitet. Und das hat mit den Stempelkissen zu tun, die hier liegen. Und zwar habe ich sechs verschiedene schwarze Stempelkissen, die ihr hier sehen könnt. Und ja, habe damit jeweils zwei Abdrücke gestempelt. Und ich dachte, wir vergleichen jetzt einfach mal die Intensität und schauen mal, welche wasservermeidbar sind, also beziehungsweise welche mit Wasser verwischen und welche eher für Alkoholmarker geeignet sind, beziehungsweise ob davon auch welche verwischen, wenn ich mit Alkoholmarkern drüber male und so weiter und so fort. Und ja, ich dachte, als erstes zeige ich euch einmal die Stempelkissen, die ich genommen habe. Also Archival Ink, Memento, Stayson, Versacolor, Versafine. Und zu guter Letzt Versa Magic. Genau, und ich zeige euch auch mal eben die Stempelsets, die ich genommen habe. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Ich habe einmal hier aus dem Stamping Up Blumen für dich Set dieses nur für dich genommen. Und dann habe ich hier ein Set von EFCO. Und da habe ich dieses Alles wird gut benutzt. Und ja, ich habe das einmal jeweils auf Markerpapier gestempelt, dann jeweils einmal auf Aquarellpapier und dann jeweils einmal auf Karteikarten. Und ja, ich habe gedacht, wir fangen mal mit dem Markerpapier an und gucken mal, welche Farben wasservermeidbar. Also welche Farben mit Wasser verwischen, welche Farben mit Alkoholmarkern verwischen, welche vielleicht gar nicht verwischen. Und ja. Genau, wir fangen mal hier oben an. Das allererste ist Versa Magic. Die Intensität, ja, ist in Ordnung auf dem Markerpapier. Und jetzt gucken wir mal. Ja, mit Wasser funktioniert das nicht. So, was ich euch vielleicht dazu sagen sollte, ich habe die jetzt wirklich eine ganze Weile trocknen lassen, die Abdrücke. Also die liegen jetzt hier, ja, gute 20 Minuten. Weil ich wollte halt nicht, dass die Abdrücke noch nass sind und dadurch dann irgendwelche Ergebnisse verfälscht sind oder so. Deswegen habe ich das eine ganze Weile hier trocknen lassen. Ja. So, jetzt habe ich gleich alle einmal durch. Ja, wie gesagt, also Versa Magic funktioniert mit Wasser nicht. Versacolor, witzigerweise bei dem nur für dich ist nichts verschwommen. Bei dem alles wird gut ist es verschwommen. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Versacolor, ja, zu der Intensität muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Versafine, da ist nichts verschwommen mit Wasser. Dann Stayson ist auch nichts verschmiert. Memento ist mit Wasser verschmiert. Und Archival Ink ist auch nicht verschmiert. Genau. Und ja, auf dem Markerpapier finde ich tatsächlich, dass Versafine am besten gestempelt. Das ist das satteste Schwarz. Ja. Und dann schauen wir nochmal, wie das ist, wenn ich mit dem Alkoholmarker drüber male. Das auch verschmiert.
Ja, ich habe jetzt mit Absicht eine relativ helle Farbe genommen, damit man das gut sieht. Und ja, Versa Magic verschmiert leider ziemlich. Dann Versacolor verschmiert nicht. Versafine verschmiert leider ein bisschen. Stayson auch etwas. Und Memento und Archival Ink. Memento verschmiert nicht, das Archival Ink ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ein bisschen verschmiert ist das leider. Ja, ich würde sagen, dann machen wir als nächstes die Abdrücke auf dem Aquarellpapier. Ja, ich weiß irgendwie nicht, also ich habe die, bei, egal welche Farbe ich genommen habe, ich habe immer die Struktur von dem Papier da drauf. Ich weiß nicht, ob das an meinem Papier liegt. Ich hatte jetzt mal das von Action getestet. Vielleicht ist das qualitativ einfach nicht so gut. Aber ja, ich dachte für den Test Wasser und Alkoholmarker und so geht es trotzdem. Und ja, von daher testen wir das jetzt einfach mal. So, ich mache jetzt direkt mal beides. Also, ihr seht schon, Versa Magic sowohl bei Aquarell als auch bei Alkoholmarker ziemlich verschmiert. Versacolor, ja, funktioniert mit Wasser, aber nicht mit Alkoholmarkern. Und Versafine, ja, funktioniert auch nur mit Wasser, nicht mit Alkoholmarkern. Stayson funktioniert ebenfalls mit Wasser, aber nicht wirklich gut mit Alkoholmarkern. Ich weiß nicht, wie gut man das in der Kamera sieht, aber ja, die Farbe vom Marker hat sich schon ziemlich verändert. Memento funktioniert mit Alkoholmarkern, aber mit Wasser nicht. Und beim Archival Ink ist es wieder andersrum. Da funktioniert es mit Wasser und mit den Alkoholmarkern nicht. Gut, ich weiß, ne, normalerweise benutzt man ja die Marker auch nicht unbedingt auf Aquarellpapier, aber ja, ich habe gedacht, zum Testen machen wir das einfach trotzdem mal. Weil, also wenn ich kein anderes Papier da habe, dann nehme ich schon auch, obwohl man das eigentlich normalerweise ja nicht unbedingt macht, mal einen Marker auf einem Aquarellpapier, wenn das ansatzweise funktioniert, ne? Und ja, so als Notlösung dachte ich, kann man das ja trotzdem mal getestet haben, ob das dann notfalls funktionieren würde. Genau, und jetzt kommen die Karteikarten. Dann mache ich auch gleich mal beides, Wasser und Alkoholmarker. Und ja, dann schauen wir uns das Ergebnis gleich auch mal zusammen an. So,
Also Versa Magic, ja. Funktioniert irgendwie weder mit Wasser noch mit Alkoholmarkern so richtig gut. Und das Versa Color, ja, es funktioniert mit Wasser, mit den Alkoholmarkern weniger. Dann Versa Fine und Stayson. Versa Fine funktioniert ebenfalls wieder nur mit Wasser. Und Stayson funktioniert auf der Karteikarte tatsächlich mit beidem. Auf dem Markerpapier und auf dem Aquarellpapier hat es ja mit den Alkoholmarkern nicht so gut geklappt. Also es ist verschmiert, aber hier auf der Karteikarte ist nichts verschmiert. Und dann haben wir noch Memento und Archival Ink. Ja, Memento. Ja, mit Wasser ist es ganz leicht verschmiert. Ich weiß nicht, wie gut oder nicht gut man das jetzt in der Kamera sieht. Ja, eher nicht so gut, aber auf jeden Fall ist es mit Wasser ein bisschen verschmiert. Mit den Alkoholmarkern klappt das super. Ja, Archival Ink klappt auf der Karteikarte mit Wasser ganz gut und bei den Alkoholmarkern ist es ein bisschen verschmiert. Ich glaube, hier unten bei dem G kann man das ganz gut sehen. Ja, aber ja, so mein Fazit ist eigentlich, Memento bleibt mein Lieblingsstempelkissen, wenn es um Alkoholmarker geht. Und wenn es um Aquarell geht, dann benutze ich am liebsten das Archival Ink. Und jetzt einfach nur so für satte schwarze Abdrücke, wo man nichts kolorieren möchte oder sonst was, finde ich halt das Versa Magic super. Weil ihr seht ja selbst, wie satt das Schwarz ist. Was ich zu dem Versa Magic noch sagen wollen würde, ist, dass man das, wenn man es nicht embosst, lange trocknen lassen muss. Also ich habe Versa Fine als erstes gestempelt und es war als letztes trocken. Man kann natürlich, wenn es noch feucht ist, einfach transparentes Embossing-Pulver drauf machen, das embossen, dann ist das natürlich, kann man sofort weiterarbeiten und es ist, als wäre die Farbe trocken. Ja, da kommt mir gerade eine Idee. Möchtet ihr gerne noch sehen, welche von diesen sechs Stempelkissen man klar embossen könnte? Also habt ihr Lust, das zu sehen? Möchtet ihr dazu noch ein zweites Video? Wenn ja, dann lasst mich das mal irgendwie wissen in Form eines Kommentars oder gerne auch einen Daumen nach oben oder wie auch immer. Aber lasst mich das wissen, weil wenn ihr das sehen möchtet, dann mache ich das gerne für euch. Genau, für dieses Video. Ja, war es das dann aber erstmal wieder. Und ich hoffe, der kleine Test hat euch gefallen und es war vielleicht für den einen oder anderen ein kleiner Tipp dabei. Und ja. Dann sehen und hören wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!